Wir alle lieben das Internet, ja, ich selbst ganz besonders. Ich habe das Gefühl, ich lebe im Internet. Aber natürlich muss man auch im World Wide Web sicher und vorsichtig sein. Deswegen gibt es den Safer Internet Day, der auch von der Europäischen Kommission unterstützt wird, von Google und auch von uns, ja, von YouTubern wie mir. Und deswegen haben wir einige Tipps und Tricks herausgearbeitet, die wir euch jetzt vorstellen. Was ist die Bestätigung in 2 Schritten? Das klingt jetzt zunächst wirklich verwirrend. Warum sollen wir mit 2 Schritten etwas authentifizieren? Tatsächlich ist es aber super einfach und mega effektiv. Dein Internetkonto wird so nämlich toll vor Angreifern geschützt, wenn jemand nämlich wirklich deinen Benutzernamen und auch das Passwort kennt und hat, kommt dann dieser 2. Schritt ins Spiel, wo beispielsweise die Website dir dann auf dein Smartphone einen Code zusendet, mit dem du dann verifizierst, dass du schlussendlich die Person bist, die sich hier einloggen möchte. Für noch mehr Schutz gibt es dann auch sogenannte Security Keys. Die sehen aus wie ein USB-Stick, die man in den Computer stecken kann oder mit dem man sich drahtlos über das Handy verbinden kann. Wie mache ich mein Passwort sicher? In unserem Leben müssen wir uns so manche Passwörter merken und mittlerweile wissen wir, dass 12345 nicht unbedingt das sinnvollste Passwort ist. Da steht ja immer bei Passwort 8-stellig, Groß- und Kleinschreibung und eine Zahl und tatsächlich gilt, je länger das Passwort, umso besser und man sollte sich eigentlich auch für jedes einzelne Internetkonto ein eigenes Passwort überlegen. Ein kleiner Tipp, es muss ja nicht unbedingt ein Passwort sein, es kann ja auch ein Passsatz sein, von dem wir zum Beispiel immer den ersten Buchstaben von den Wörtern verwendet zum Beispiel. Ja, also man kann da wirklich kreativ sein und muss da auch kreativ sein und auf gar keinen Fall offensichtlich. Also keine Geburtstage oder sowas. Bleibt mysteriös. Bitte check dein Google-Konto. Wer Gmail, Google-Kalender oder YouTube benutzt, bekommt von Google auch sein persönliches Sicherheitscockpit, das sogenannte Google-Konto. Auf das hast nur du Zugriff und es zeigt dir deine Kontoinfos, deine Online-Aktivitäten, Sicherheitsoptionen und Datenschutzeinstellungen. All das kannst du ändern, um Google optimal zu verwalten. Schau mal dort rein, am besten einmal im Jahr und hilf mit, dich und das Internet sicherer zu machen. Zum Beispiel, wenn du in einem Google-Konto drinnen bist, dann kannst du hier den Google-Sicherheitscheck machen. Das ist eine schrittweise Sicherheitsprüfung, die am Ende eine persönliche Sicherheitsempfehlung nur für dich zusammenstellt. Was ist Phishing und wie schütze ich mich davor? Phishing ist der Versuch, dich zu täuschen und dich zu verwirren, sodass du deine Passwörter und deine persönlichen Daten herausrückst. Ein Hacker könnte zum Beispiel eine Website erstellen, die aussieht wie ein Service, den du fast jeden Tag verwendest. Allerdings könnte es sich dabei um eine fast perfekte Fälschung handeln. Daher klicke niemals auf irgendwelche Weblinks, die dir verdächtig erscheinen. Wichtig ist auch, dass sie mit HTTPS beginnen. Sollte dir ein Bekannter eine E-Mail geschickt haben, welche dir verdächtig erscheint, könnte es bereits sein, dass mit einem Phishing-Mail gehackt worden ist. Daher sei stets achtsam, auf welche Links du klickst und sollten sie nach deinen Passwörtern oder Kreditkartennummern fragen, sollten auch schon die Alarmglocken schrillen. Tja, das war's von uns zum Safer Internet Day 2021. Ich hoffe, ihr konntet was lernen und wir sehen uns dann nächstes Jahr. Ciao!